Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Karriere hier auf meinem Kanal. Ich habe vor einiger Zeit schon einmal eine Karriere mit RB Leipzig angefangen und die kam richtig gut bei euch an. Die Saisonvorbereitung, Turniereinladung ist nun erfolgt. Wir wurden eingeladen und wir können jetzt eine Einladung annehmen und wir schauen mal hier rein. European International Cup. Schwierigkeit 3,5 Sterne, Champions Trophy 3,5 Sterne und European Continent Shield auch 3,5 Sterne. Hier haben wir zum Beispiel drin, Stuttgart ist drin, PSV Eindhoven ist drin, West Bromwich ist drin, nur mal um einige zu nennen. Ajax finden wir in der Champions Trophy, Hull City müsste drin sein, Feyenoord Rotterdam ist da auf jeden Fall noch drin. Und in der European Continent Shield finden wir auf jeden Fall CSA oder CA Osuna müsste das sein. Und ich glaube Benfica Lissabon oder Sporting, nee, Benfica, irgendwas müsste da portugiesisch sein. Stade Rennes müsste da noch drin sein auf jeden Fall. Und italienische Mannschaft ist da auch noch drin. Tja, ich würde sagen, wir entscheiden uns einfach mal für das erste Turnier der European International Cup. Da finden wir auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft mit dem VfB Stuttgart noch drin. Und wir würden 8 Millionen zusätzliches Transferbudget, glaube ich, noch bekommen. Ich bin sehr gespannt. Und ja, das ist meine erste Karriere, so gefühlt auf jeden Fall. Und hier ist einiges neu dazugekommen. Hier haben wir erstmal die ganzen Infos, die für uns wichtig sind. Im jüngsten Vorstandsmeeting haben wir uns Trikotverkäufe in Höhe von 20 Millionen zum Ziel gesetzt. Okay, das ist schon ordentlich was. Dann haben wir noch die Info, dass der Transfermarkt offen ist. Da können wir uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen verbessern. Unsere Vision und unsere Erwartungen. Die Nachwuchsentwicklung, die Entwicklung der Jugendakademie, das Anwerben jüngerer Talente und der Profit aus Verkäufen von Eingewächsen ist natürlich relativ hoch bei RB Leipzig und da müssen wir auf jeden Fall was dran ändern, damit wir da gut abschneiden. Erster Scout-Bericht ist da und Peter Ludwig, ich möchte mich vorstellen. Damit hätten wir schon mal die ersten E-Mails hier abgeschlossen. Die werden wir erstmal hier alle löschen. Das sehen wir noch ein, die Trikotverkäufe. Ziele anzeigen, die können wir auf jeden Fall mal ansehen. Finanzen, Ziel niedrig, keine Ziele. Erfolg international. Kurzfristig deutsche Pokalrunde der letzten 32 erreichen. Und Bundesliga Mittelfeldplatz belegen, aktuell Rang 14. Langfristig über zwei Bundesliga-Saisons Euroleague Platz erreichen. Da haben wir also auf jeden Fall noch zwei Saisons Zeit. Erfolg kontinental, keine Markenpräsenz erzielen. Sie in einer Saison 20 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen, Nachwuchsentwicklung, die ist natürlich sehr hoch. Und da haben wir auch unsere Ziele. Verbessere erstens einen Jugendakademie-Spieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Setzen Sie ihn in 5 Spielen der Startelf oder als Einwechselspieler ein. Okay. Verpflichte 2 Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden. Da haben wir auch noch Zeit. Ziel im Überblick. Da ist nichts weiter bei. Die E-Mail werden wir uns mal auf jeden Fall aufheben. Und als erstes schauen wir mal hier in unsere Mannschaft, wie die denn aufgestellt ist. Werner, Paulsen auf jeden Fall, Sabitzer, Forsberg, Demmel, Keita, Orban, Bernardo, Compea, Kulasi und Halstenberg. So, aber als Rechtsverteidiger, wen lassen wir denn da mal spielen? Klostermann ist eigentlich recht gut. Bernardo nehmen wir nur mit auf die Offensivbank. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Menü hier ein bisschen hakt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur so vorstelle oder ob das wirklich so ist. Na gut, ja, hier hinten haben wir eigentlich keinen weiter, den wir mitnehmen wollen. Koltorti haben wir, Kaiser, Berg, Ilsanker, Upamecano. Was ist das denn für einer? Bernardo ist klar und Selke ist auch klar. Ja, unsere Mannschaft sieht eigentlich so ganz gut aus. Wir schauen mal hier auf die Anweisung. Er steht zu überlaufen, auf keinen Fall hinten bleiben bei Angriffen. Hinten bleiben bei Angriffen. Genauso wie Dämme, hinten bleiben bei Angriffen und Passwege zustellen.
Defensive verstärken. Wir spielen das so, wie ich das online auch spielen würde. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gespeichert. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert hier mit der Jugendakademie. Da schauen wir doch mal. Können wir da irgendwie was rein? Finde Talente für deine Nachwuchsmannschaft. Jugendakademie. Wir haben überhaupt keine Jugendakademie. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jugendstab. Wir können hier auf jeden Fall jemanden einstellen. Oh, hier für 4 Millionen. Alexander Kraft. Erfahrung 5 Sterne. Einschätzung 5 Sterne. Den werden wir direkt verpflichten. Scout verfügbar. Scouting-Netzwerk aufbauen. Das soll der auf jeden Fall in Deutschland in der Bundesliga machen. Für ganze 9 Monate halt. Technisch begabt, Flügelstürmer, starke Spielmacher, Torwart, Angreifer, Defensiv. Ja, die Verpflichtung von einem vernünftigen Defensiven oder einem vernünftigen Torwart. Das ist jetzt hier die Frage. Wir setzen das erstmal auf die Defensive. Gut, so, Jugendakademie, ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Jobangebote, Rücktritt, das kennen wir alles. So, das Scouting-Netzwerk wird aufgebaut. Und so, die Saison, Teamstärke, Statistiken, das sehen wir alles dort. Globales Transfernetzwerk. Und wir können eigentlich auch direkt nach einem Spieler suchen. Die Verpflichtung von einem neuen Spieler wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber ehrlich gesagt, mir fällt jetzt gerade auch überhaupt keiner ein. Vielleicht habt ihr Vorschläge, wen wir verpflichten sollen. So, die Trikotnummern, verletzte Spieler bearbeiten, brauchen wir nicht. Teambericht, Teamranking, ist alles in Ordnung. So, hier haben wir zum Beispiel die Trainingseinheiten. In der ersten Folge werden wir die auf jeden Fall noch nicht machen. Wir lassen die erstmal zur Simulation frei. Wir hauen hier Werner rein. Flügelspieler Oliver Burke, den können wir auf jeden Fall auch trainieren. Durchsetzen schwer. Im Mittelfeld finden wir Cater, den wir auf jeden Fall verbessern wollen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall die Defensivarbeit, die kann er auf jeden Fall noch gebrauchen. In der Innenverteidigung hätten wir unseren 17. Upamecano oder wie man den auch aussprechen mag, den können wir eigentlich mal hier Defensive 1 gegen 2. Und in der letzten würde ich vorschlagen, einen Außenverteidiger. Ich finde Klostermann eigentlich recht gut. Den werden wir mal durchsetzen, schwer machen. Und dann würde ich sagen, simulieren wir die mal alle und schauen mal, wie sich die in der ersten Trainingseinheit so entwickeln. B, C, C, D, C. Okay, was anderes habe ich jetzt nicht erwartet. Wir stehen am Anfang der Saison. Dann simulieren wir direkt einmal vor zum ersten Spieltag im Pokal. Wir spielen ja natürlich auf Weltklasse. So, Kraft baut Scouting-Netzwerk auf. Nachricht von Spielern. Kann ich Sie was fragen? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Rechtsverteidiger Gibson. Wo habe ich den überhaupt auf der Ersatzbank? Ah, Gibson ist in der Reserve. Wir nehmen ihn auf jeden Fall mit für Bernardo und bringen ihn dann zur Halbzeit oder so ins Spiel, damit er beruhigt und zufrieden erstmal ist. Wir wollen uns ja sowieso hier ein bisschen ausprobieren, unsere Mannschaft ein bisschen kennenlernen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch eigentlich schon hier ins erste Spiel gegen Montpellier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Spiel wieder. Und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag RB Leipzig gegen Montpellier. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen.
Ui, wie ist denn die Kameraeinstellung? So sehe ich ja gleich einmal gar nichts. Die werde ich gleich mal noch verändern. So, Kamera wurde geändert. Wir sehen jetzt hier das halbe Spielfeld und ich hoffe, ich komme damit klar. Okay, Montpellier hier im Angriff. Wir holen uns den Ball wieder mit Sabitzer. Wir spielen ja das Ganze auf Weltklasse. Wir wollen ja hier was erreichen und es soll ja nicht zu einfach werden. Uns fehlen hier gerade ein bisschen die Anspielstation. Die stehen auch richtig eng. Sanson. Lasagne. Oder Lasagne. Sanson spielt da raus. Cessignon. Ha, verliert den Ball gegen Forsberg. Auch Forsberg kann ihn da nicht behaupten. Comper holt sich da den Ball wieder. Und jetzt vielleicht mal schnell nach vorne. Ha, Werner ist da nicht richtig frei. Ah, der kommt nicht durch da von Demme. Silla, Niga. Spielt ihn da gut runter. Silla wieder über den linken Flügel. Oh, geht da einfach vorbei. Kann ihn nicht richtig verteilen, aber das ist kein Problem für Kolaji. Oh, Sabitzer, was machst du denn da? Dolly, abgefälschter Schuss und es gibt sogar einen Eckball. Das ist natürlich hier gleich einmal richtig hart. Ich bin auch nicht richtig entspannt, was das angeht. Der ist nicht gut, der Eckball. Da haben wir Werner, der kann ihn dann gut behaupten, spielt ihn da runter auf Paulsen. Paulsen, dem fehlt hier ein bisschen die Kraft. Wir können es hier durchsetzen, aber im letzten Moment verlieren wir den Ball an Boati. Sanson. Paulsen holt sich dann den Ball wieder, aber der geht leider ins Aus. Da müssen wir noch ein bisschen mehr nachsetzen. Das ist ein Testspiel, ein Pokal-Testspiel. Ich hoffe, wir können das hier gewinnen, das erste Spiel. Und wenn es nur ein knappes 1:0 wird, aber nur keine Niederlage. Macht die Lücke da oben zu. Forsberg holt sich den Ball. Wir gut durchspielen. Runter, Cater. Er ist nicht richtig gestartet, Sabitzer. Gut gespielt, Werner. Macht das da gut, Werner? Ah, den letzten Ball kann er nicht spielen. Und das ist ein Rückpass, meine Freunde. Das ist ein indirekter Freistoß. Eigentlich, aber irgendwie hat das EA von FIFA noch nicht verstanden. Dolly spielt ihn da raus. Boati. Dolly. Cessignon verliert den Ball an Sabitzer. Sabitzer setzt da gut nach. Und jetzt kann es schnell gehen. Schön. Komm, Paulsen, lauf ein bisschen schneller, aber der läuft nicht schneller. Cessignon wieder spielt ihn da rüber und das Kate. Wo läuft denn Kate dahin? Wo läuft Kate dahin? Wir haben hier überhaupt keinen Ballbesitz. Montpellier spielt das hier richtig gut. Boati bleibt der Sieger, bringt die Flanke rein, aber da steht keiner. Oh, Fehler da, Fehler mal, Fehler da von Klostermann. Gut, dass wir da Comper stehen haben. Der setzt sich da echt gut durch. Jetzt muss es ein bisschen zügiger gehen. Auf dem linken Flügel ist keiner. Und der läuft nicht schnell genug. Das war Forsberg. Vielleicht stellen wir auch um. Ich muss mal gucken, mit welcher Formation wir hier besser klarkommen. Lass uns da so einfach rausziehen. Da kommt eine richtig gute Flanke. Der geht an den Pfosten. Da haben wir mega viel Glück. Da haben wir mega viel Glück. Wir schicken Werner. Aber der will einfach nicht starten. Ich weiß nicht, was er davor hat. Komm, Werner. Schön auf Paulsen. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Wieso ist der denn nicht drin? Paulsen frei. Okay, der Torhüter war da noch mit dem Fuß dran. Das heißt, wir bekommen hier einen Eckball. Erstmal bekommen wir noch ein Tutorial. Wir spielen ihn hier auf den kurzen Pfosten. Was? Auf den kurzen Pfosten. Holen wir den Ball. Und aufpassen, dass wir nicht in einen Konter rennen. Wir machen die Lücke da oben zu. Ich sage noch, wir machen die Lücke da oben zu. Und dann machen wir hier so einen Schnitzer. Jetzt ist er da vollkommen frei. Halstenberg hat noch den Kopf dazwischen. Also ich komme mit der Formation erstens noch überhaupt nicht klar. Und der Karrieremodus, der spielt sich ein bisschen schwerer wie Ultimate Team, finde ich.
und schieben mal ein bisschen in die Offensive. Wir spielen hier mit der Abseitsfalle und mit dem hohen Druck. Vielleicht haben wir da... Ja, genau. Wir haben mehr Zug zum Tor, machen da hinten einen Fehler. Compare, der passt da wieder auf. Das macht er richtig gut. Und jetzt schickt den Werner. Der ist doch schon durch. Der ist doch schon durch. Werner, du bist doch schneller eigentlich. Warum rennst du da nicht? Wir waren doch da schon durch. Wir werden auf jeden Fall zur Halbzeit einmal umstellen. Werner, wieso spielt er jetzt den nach oben? Vor der Halbzeit kriegen wir hier kein Tor mehr hin. Und wir müssen aufpassen, dass wir keins kassieren. Compare gefällt mir da wirklich in der Innenverteidigung richtig gut. Bis jetzt räumt er da alles ab. Die Zwischenergebnisse interessieren uns jetzt erstmal nicht. Wir werden jetzt einmal umstellen. So wie ich das vielleicht für effektiv halte. Mit unserer Spielweise. Wir lassen Cater hinten als Abräumer. Sabitzer lassen wir drinne. Und wir nehmen Demme raus für Burke. Und Gibson, den würde ich ja eigentlich bringen, aber noch nicht jetzt. Wir bringen jetzt erstmal Oliver Burke. Werner Pausen bleiben auch noch drin. Wir müssen noch was verändern. Ich muss noch mal die taktischen Anweisungen kontrollieren. Cater bleibt hinten bei Angriffen. Klostermann hinten bleiben bei Angriffen. Halzenberg hinten bleiben bei Angriffen. Und hier können wir... In der Taktik kann ich eigentlich überhaupt nichts verändern. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch einstellen kann. Ich mache das ja eigentlich immer nur online, aber spielen wir halt mal ein bisschen offline. Okay, dann wollen wir mal hier in die zweite Halbzeit starten. Wir bringen Oliver Burke ins Spiel für Diego Demme. Und ich hoffe, mit der Umstellung kommen wir jetzt ein bisschen besser klar und können hier ein bisschen mehr nach vorne gehen. Cater soll eigentlich hinten bleiben bei Angriffen, aber orientiert sich schon wieder nach vorne. Wir machen jetzt hier ein schnelles Passspiel, versuchen damit durchzukommen. Sabitzer macht das da gut, steckt ihn da durch. Paulsen hoch auf Cater, aber der ist ein bisschen zu steil. Lasagne. Ah, jetzt kommt der Ball da. Jetzt müssen wir hinterher, aber Compare ist wieder da. Das macht er da echt gut. Ah, oben, schön, durch, gut. Werner. Kannst du den noch runterbringen? Kann er nicht. Ist da bedrängt. Wird da zugestellt. Halstenberg. Soll sie nach hinten orientieren. Aber tänzt du wieder hier vorne rum. Cater. Komm, Cater. Ja. Wir gehen erstmal raus. Finden hier keine Anspielstation. Und dann kommt ein Fehlpass. Das finde ich alles andere als in Ordnung, was da gerade los ist. Scheint die Sonne hier extrem. Schön gemacht. Paulsen. Paulsen kriegt auch keinen vernünftigen Ball hin. Alzenberg, was machst du da? Was war denn das gerade für ein Fehler? Mach die Lücke dazu. Lass ihn doch dann nicht so durch. Okay. Okay. Montpellier bekommt hier einen Eckball. Wir befinden uns aktuell in der 59. Minute. Und die kommt gefährlich. Compare treibt den da raus. Bringt ihn auf Pausen. Und wir haben hier keine Möglichkeit, irgendwie einen Angriff aufzubauen. Klostermann. Wo ist die Anspielstation? Cater, du brauchst da einfach viel zu lange. Viel zu lange. Und jetzt kommen sie hier. Dolly, über die linke Seite. Klostermann ist da, aber macht die Lücke nicht zu. Halstenberg kann das sicher nicht sauber klären. Und ich glaube, wir wechseln hier. Wir bringen Gibson für Klostermann jetzt ins Spiel, damit er seine Einsatzzeit bekommt. Selke bringen wir für Paulsen. Und ich würde vorschlagen, wir bringen Kaiser noch für Forsberg.
Werner kommt nicht so richtig ins Spiel. Wir können hier auf jeden Fall noch einmal wechseln. Wir haben Ilsanker noch. Den bringen wir vielleicht für Sabitzer und bringen Kater auf die linke Seite. Vielleicht bringt uns das was. Dann würde ich vorschlagen, wechseln wir einmal durch. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch irgendwie ein Tor schießen können, damit wir vielleicht mit 3 Punkten aus dem ersten Spiel in die nächsten Spiele gehen. Dann stehen wir schon relativ gut da. Wir versuchen das Ganze hier mit ein bisschen Abschirm. Werner. Jörg. Kommt da durch. Ilsanker. Da haben wir Keita. Spielt ihn da durch. Alstenberg. Ja, es läuft keiner. Es läuft einfach niemand. Oben läuft jetzt mal Gibson. Kann den dann nochmal runterspielen. Wir können ihn durchstecken. Jörg. Werner. Nee, nicht Werner. Gibson. Oh, Gibson verliert da den Ball. Und jetzt ist natürlich hinten alles offen. Jetzt müssen wir die Lücke zustellen. Dachte ich mir schon, dass jetzt der lange Ball kommt. Da ist er. Gute Boost. Oh, gefährliche Flanke. Kater ist da und passt auf. Dann kommt der Angreifer also nicht sauber durch. Wir versuchen es einfach weiter. Immer nach vorne, aber nicht mit einem Fehlpass. Wir kommen nicht mal zum Torabschluss. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Torschuss abgegeben. Und dann sowas. Da passt unser Verteidiger nicht auf, aber das liegt daran, dass es eh abseits war. Wir spielen offensiv, aber finden keine Lücke. So, Gibson, lauf mal. Es läuft keiner. Die bleiben einfach stehen. Selke kommt nicht an den Ball. Und aufpassen, nicht die Lücke reißen. Nicht die Lücke reißen. Orban, Keita. So, runter. Runter. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, mit Keita über die linke Seite zu kommen. Ey. Du kannst hier den Ball abschirmen, wie du willst. Du wirst einfach beiseite geschoben. Jetzt kommt wieder der lange Ball. Ilsanker. Kaiser. Keita, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das läuft hier auf ein 0:0 hinaus im ersten Spiel. Wenn wir hinten noch ein bisschen dicht halten. Aber jetzt können wir nochmal einen Konter fahren. Jetzt können wir nochmal einen Konter fahren. Selke, nein, Selke. Selke macht hier doch noch das 1:0 in der 87. Minute. Ich glaub's ja gar nicht. Ein Fehler da von Montpellier. Selke kommt da durch. Mit Glück springt der Ball am Torhüter vorbei und wir können einköpfen und das steht 1:0. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Defensive. Jetzt nehmen wir auf die Abseitsfalle. Und dann machen wir einen Fehler. Aber zum Glück war das eine neue Spielsituation und das war Abseits. Da haben wir gerade Glück gehabt. Können wir noch einen nachlegen? Gibson läuft da. Komm, Gibson. Enttäusch mich nicht. Du bekommst hier deine Spielzeit. Ah, er kommt nicht durch. Schade. Wir bekommen hier noch 3 Minuten Nachschlag. Dolly bringt ihn da runter auf Lasagne. Und das ist Schluss. Wir gewinnen hier glücklich. Glücklich. Das erste Spiel, dass wir hier glücklich, wirklich glücklich 1:0 gewinnen. Das heißt, wir haben die ersten 3 Punkte in der Gruppenphase auf unserem Konto. Ich weiß gar nicht, wer bei uns noch in der Gruppe ist. Da können wir auch gleich mal nachsehen. Tabelle. Wir sehen uns mal die Tabelle an. Udinese Calcio ist hier noch drin. Die haben auch gewonnen. Die haben 3 Tore geschossen. Und Brighton ist auch noch drin. Und Gruppe B ist Stuttgart, die führen ja auch mit 3 Punkten, haben auch 3 Tore geschossen. Eindhoven ist da noch drin, Sunderland und Bromwich. Ist natürlich in Ordnung, so kommen wir da schon mal ein bisschen unserem Ziel näher. So, Bericht von Spielern, danke für die Chance. Und du hast auch echt gut gespielt, das hat mir gefallen, wie du da gespielt hast. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, die erste Folge mal wieder mit RB Leipzig.
Die kam echt gut an. Wenn euch das Ganze wieder gefällt, lasst mir da einfach ein Like da, schreibt fleißig Kommentare. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, was wir noch verbessern können. Vielleicht noch ein paar Spieler holen, die ihr vielleicht in eurer Karriere spielt und die sich da vielleicht richtig gut weiterentwickelt haben. Ich habe Lust hier die Karriere auf jeden Fall über 2, 3, 4 Saisons, vielleicht wenn es richtig gut läuft, laufen zu lassen. Und vielleicht unsere Spieler so weit zu bekommen, dass wir hier auf jeden Fall mal die Champions League holen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für euer Interesse und sage erstmal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.